willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch ein leckeres Fisch- und Spargelrezept zeigen. Ich habe heute Pangasius-Fisch gemacht, frittiert. Ich will euch mal zeigen, wie ich das vorbereitet habe und komme auch gleich zu den Zutaten. Heute werde ich Pangasius-Fisch frittieren. Das ist richtig super, super lecker, kann ich euch nur sagen. Also ich habe hier ein Pangasius-Fisch, das war ein ganzes, habe in Scheiben geschnitten und das werde ich jetzt in eine Schale hineingeben. Ich habe hier Salz, Pfeffer, Blattpaprika, bisschen Fischgewürz. Ihr könnt beliebig Gewürze nehmen, nach eurem Wunsch. Ich werde meinen Fisch jetzt einfach mit den Gewürzen jetzt einreiben. Und werde die dann in Maismehl wenden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich nehme kein normales Mehl, sondern Maismehl. Durch Maismehl schmeckt das richtig lecker und wird auch knusprig. Und dann wird das in Öl frittiert. Heute gibt es ja bei mir dazu grüner Spargel und Kartoffeln aus dem Ofen. Ihr könnt natürlich beliebig alles machen. Und Salat. Mein Mann mag zum Beispiel mit Fisch nur Salat essen. Deswegen gibt es noch einen Hirtensalat. In der türkischen Küche wird zu Fisch nur Salat gegessen. Also es gibt keine Beilage. Ich habe Kartoffeln. Ihr könnt mehr oder weniger nehmen. Ich habe die Kartoffeln richtig gründlich gewaschen, aber nicht geschält. Und die werde ich jetzt erstmal mit der flachen Seite einfach auf ein Küchenbrett geben und dann in Spalten schneiden. Also die untere Seite bleibt im Ganzen, die wird nicht geschnitten. Nur von oben nach unten werde ich dann die Kartoffeln in Spalten schneiden. Ich habe so ungefähr 50 Gramm Butter zum Schmelzen gebracht, habe hier 3 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, Blattpaprika, bisschen Thymian, eine Zehe Knoblauch gepresst und frischen Rosmarin. Ich werde jetzt alles miteinander vermischen. In der Zwischenzeit habe ich meine Kartoffeln auf ein Blech gegeben und werde die Kartoffeln mit dieser Marinade schön bestreichen. Also ihr müsst dann darauf achten, zwischen jede Scheibe auch viel Buttermischung reinkommt. Die restliche Butter, die gebe ich dann einfach über die Kartoffeln, also bestreiche die Kartoffeln so richtig damit. Dann gebe ich natürlich frischen Rosmarin darüber. Jetzt kommen sie bei 200 Grad in den Ofen. Die werden dann 40 bis 45 Minuten gebacken. Außerdem gibt es bei mir heute grüne Spargel. Spargel mag ich sehr, sehr gerne essen, besonders den grünen. Den werde ich gar nicht kochen, sondern einfach das Ende abschneiden, Stielende, und dann werde ich das in Butter anbraten. Entweder könnt ihr die Spargel im Ganzen lassen oder aber auch halbieren. Nachdem ich das Ende abgeschnitten habe, werde ich die Spargel einfach ganz dünn schälen. Das könnt ihr dann auch mit so einem Kartoffelschäler super machen. Das geht sehr, sehr gut.
Wer möchte, kann natürlich auch ein bisschen geriebene Käse darüber geben. Aber erst nachdem ihr 30 Minuten die Kartoffeln gegart habt, könnt ihr dann den Käse darüber geben. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Probiert das unbedingt aus. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.